Hi ho und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt auf diesem Kanal, namentlich Event Zero von Ocelot Society. Ein Spiel, wo ich mich tierisch drauf gefreut habe die ganzen letzten Tage nach meiner Ansage und nach meinem Zwischenprojekt beziehungsweise der ersten Aufnahme von Emily. Kann ich mich jetzt erstmal dem Hauptding widmen, und zwar Event Zero, ein Spiel, das in der Demo schon zahlreiche Preise abgeräumt hat und das angefangen hat als ein Studentenprojekt und das sich dann wohl im Nachhinein alles immer weiterentwickelt hat. Kurz zur Geschichte, was ich mir angelesen habe: Wir sind auf einer verlassenen, völlig leeren, Raumstation gelandet, und wir haben da niemanden. Es ist halt verlassen und leer, wie ich schon gesagt hatte. Und wir wissen A nicht, wie wir da hingekommen sind, und B nicht, wie wir zurück zur Erde kommen. Und der einzige Kontakt, den wir da haben, ist ein Computer, eine künstliche Intelligenz, wo sich die Macher dieses Spiels auch total die Mühe für gegeben haben. Zumindest wird das überall behauptet. Die Gespräche, ich kann nur mit dieser KI sprechen, und zwar das ganze Spiel über, und muss zusehen, dass ich mit ihr eine gewisse Bindung schaffe, oder dass eine gewisse Bindung zu ihr schaffe, dass sie mich zurück zur Erde bringt. Und genau das versuchen wir mal. Das Spiel ist komplett in Englisch. Ich hoffe, dass meine kleinen Englischkenntnisse dafür ausreichen. Wir versuchen das einfach mal. Wenn wir irgendwas nicht verstehen oder einfach auf Deutsch tippen, mal gucken, wie das läuft. Wir gehen auf New Game, ich höre auf zu sabbeln und mache natürlich jetzt die Uhr an. Appi. New Game, choose a slave to begin. Choose a slave to begin. We are all obsessed by being someone, something, somewhere. Being in a particular state of consciousness, health, mind, being for and from. Being with, being without. You were not an exception. Gut. For as long as you could remember, the pronoun that described you best had been he. You were very particular about it. Ja? Wenn das heißt, dass ich mir da ziemlich sicher bin? Okay. Like everybody else, you called planet Earth your home. But you weren't like most of your peers. Peers? You spent your childhood in a hippie commune, in a war town country, in a slum. Okay, ich denke mal, in einem kriegszerstörten Land und einem Slum bin ich jetzt nicht unbedingt aufgewachsen. Es kommt vielleicht eher einer hippie Kommune nahe, aber naja, ich weiß auch nicht so recht. First California, then the United States ceased to exist. The world itself became a hypertrophied commune, both disproving and confirming everything you stood for. You moved to San Francisco. Those childhood memories, however painful, gave you someone solace. They meant you were someone. And you intended to keep it that way. Ja, habe ich ganz toll vorgelesen. Ich weiß gar nicht, was er von mir will. Armstrong made a step on the moon, and suddenly everybody wanted to be a part of something. You witnessed nation states pop out of existence. Oh, okay. Selenites became the privileged class of citizens.
They were the minority who had traveled to space. Ah, alles klar. It was hard to reconcile the modern world with your early days in the commune. The United Earth government paid for your college. Das ist schön. You wanted to make a difference, give back to the society, see what the rest of the universe looked like. Also die Weltregierung hat uns ein Studium außerhalb unserer Erde finanziert und unsere Intention dahinter wollen wir jetzt wohl wissen. Oh Gott, oh Gott, mein Englisch ist so schlecht, das kann eine ganz witzige Runde werden hier. Ich wollte einen Unterschied machen, das ist sowas wie, ich wollte den Weltfrieden. Ich wollte der Society etwas zurückgeben, der Gesellschaft. Okay. See what the rest of the universe looked like. Ja, ich denke mal eher die Neugier auf das Universum hat uns da rausgetrieben. Ich bin da nicht so fair und will der Gesellschaft irgendwas zurückgeben. Vor allen Dingen mag ich die Gesellschaft auch gar nicht so besonders. Soon you joined International Transport Space Lines as a flight engineer assistant. You spent years in training before finally getting your shot. Also, ich habe mein Training für die ITS als ein Flugingenieur, Assistent, begonnen und habe erstmal trainiert und trainiert, bis ich endlich zum Schuss kam. Ist das die richtige Übersetzung? An old man wearing a blue flight jacket approached you after one of the mock launch exercises. He presented himself as Kurt Taylor, the president of ITS. Hello, sir. It's an honor to finally meet you, Mr. Taylor. Hello, sir. I don't bite, he said, grinning. You mumbled something incoherent. Inkohärenz. Verdammt, was heißt Inkohärenz? Aber es ist die einzige Möglichkeit. Kurt invited you to his office and closed the door behind you. He didn't ask you to sit. You sat down. Anyway, he didn't ask you to sit. Ah, okay. Er hat mich nicht gefragt, ob ich sitzen will. Das heißt, er hat mir keinen Sitzplatz angeboten. Ich setze mich trotzdem. This is exactly why I selected you. I love him whose soul is lavish, who wants no thanks and does not give back. For he always bestows and desire not to keep for himself. He asked you to be a part of a mission to Europa! Jawohl! Despite the Nietzsche quote, you decided to say yes. Ah, okay, es war Nietzsche. Schön. Wahrscheinlich oute ich mich in diesem Spiel als absoluter Englisch-Proll. There had already been 10 Europa-Missions. Also nach Europa wirklich auf der Erde fliegen wir wohl nicht. 10 Europa Missions. The new one was to be called Europa 11. This time they wanted to send a manned lander down to the surface. Ach, zu Europa. Okay, alles klar. Alles klar. Damit meinen die wohl den Mond Europa. Okay, okay. Ich hab verstanden. Ich glaube, Europa ist auch ein Mond. Jetzt frag mich nicht von welchem Planeten. Saturn? Einer von den Saturn-Monden? Ich weiß es nicht. This time they want to send a manned lander down to the surface. Heißt, das ist das erste Mal, dass wir ein bemanntes Schiff zur Oberfläche schicken. You just wanted to be one of the Selenites? Was sind Selenites? Selenites? Be a part of something. Ah, nee, wollen ja schon dabei sein. Wollen schon cool. Wollen schon zu der coolen Riege gehören. The act of being in itself is not the problem. It's just that some ways of being are incompatible with the others. We get obsessed by them and miss out on everything else. You came a long way from the commune. Ja, es hat lange gedauert, bis ich aus meiner alten Hippie-Baracke und dem Gras und dem Kiffen weg bin. Hearing the launch countdown made you feel anxious. Ich bin ängstlich. It was the fear of going to space. You've been looking forward. It was something else. A thought kept bugging you. It was September the 6th in 2012. 2012?
And humankind had never been more united. You, on the other land, were utterly alone. Blödsinn, 2012 sind wir ganz scheiße aus der EM rausgeflogen, aber egal. As for building relationships 390 million miles away from Earth. Oh, okay, alles klar. Also es ist der 6. September 2012 und die Menschheit ist mehr vereint als vorher, als jemals zuvor. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt absolut alleine. Und zwar 390 Millionen Meilen weit weg. Let's just say that it wasn't going to be straightforward. Also es ging jetzt nicht unbedingt geradeaus. Aber ein wirkliches Geradeaus gibt es doch auch im Raum nicht, oder? You were on your way to the system bay when the ship first entered the Europa orbit. The central alarm went off and the red lights blinded you. The AI of Europa 11 had invoked the road cat, the code red security protocol. All personnel had to go to the bridge. This meant you as well. But the system bay door was just a few feet away. Ja, nee, wir sollten uns da schon dran halten. Hinterher landen wir auf dem Klo oder so. You reached the end of the hallway, but the door closed right in front of you. You asked the AI to let you go to the bridge. Ich hoffe, ihr kommt damit halt ein bisschen mit dem Englischen. AI ist die künstliche Intelligenz. The AI of the ship told you that the path to the bridge wasn't safe and that you had to evacuate immediately. This is not the protocol. What is going on? Was ist los? A synthetic voice said that trying to get to the bridge had been too risky. It wanted you to evacuate. You ran to the escape pod bay. Escape. Also auf zur Evakuierungsstation. Everybody else turned out to be faster than you. Only one capsule remained docked. Alles klar. Alle waren schneller als ich. Nur eine einzige Kapsel ist noch da. It got sealed and detached as soon as you got in. You could see the other escape capsules getting away from Europa 11. You tried to hail them. Habe ich das gerade richtig verstanden? Die sind alle ohne mich abgehauen? But no one answered. The other capsules drifted idly, uncontrolled. They were all empty. Was? Die anderen Rettungskapseln waren alle leer? Wieso? You tried to reach the commander center. You attempted to communicate with Europa 11. Nee, warum sollten wir mit dem Mond Europa? Nee, Quatsch, das ist ja die Station Europa 11. Ja, es ist Beste, das wird das Beste sein. Europa 11 was steering your capsule, but you could not get the AI to answer your hail. Something was jamming the signal. Your pod was leaving the orbit. Alles klar, also wir haben Signalstörung und haben den Orbit verlassen von Europa. Den Orbit? Orbit, ja genau. In a code red scenario, the AI of Europa 11 was at the wheel of all escape pods. This was supposed to give the crew enough time to get in their evacuation suits. The screen turned blue, which means that the AI had let go. Das heißt, die KI hat sich vom Acker gemacht, als es brenzlig wurde. You felt a shock. The debris was hitting your capsule. Was ist ein Debris? Aber egal was es ist, es hat unsere Kapsel getroffen. Also wir sind scheinbar nicht mehr in dieser Station. The Europa 11 mission was over. The big dot on the radar had split into hundreds of smaller dots before disappearing for good. You needed a moment to process that. Tja, der große, große Punkt hat sich gesplittet in 100 kleine Evakuierungskapseln. Und ist nicht unbedingt ein cooles Gefühl, wenn man nicht gerade eine kalte Club-Mate-Cola dabei hat.
Da braucht man erstmal einen Moment, um es zu prozessieren. Also um es zu verarbeiten. You sent out a distress signal. You sat there that knowing, not knowing what to do next. Also ich glaube, ich würde erstmal nicht durchdrehen. Ich glaube, ich würde mich erstmal hinsetzen wirklich und denken, Alter, ich bin hier 390 Millionen Meter, Kilometer, nein, Meilen weg von der Erde. Ich bin ganz alleine in so einer verkackten Kapsel. Das ist eigentlich mein sicherer Untergang. Da hilft kein Heulen und kein Schreien und kein Zetern. Und wer will schon heulend sterben? Mitten im Weltraum. Cycles went by. You tried to establish communication with someone, whistling your favorite Beatles songs into the microphone. Ja, Beatles sind nicht schlecht. One day you heard back. There was music coming out of the speakers. It's the end of the road. Oh, toll! It's the end of the road! A sad female voice sang about the end of the world. You hurried to open the right radar app. It's the end of the world. You're almost fast asleep. Also haben wir das Radar wieder angemacht, ja? Mensch, diese Einführung dauert aber ganz schön. There it was, a spaceship, one of those experimental tourist monstrosities from the 80s. What was it doing there? What was all the singing about it? Most importantly, was docking it a good idea? Ah, there it was, ein Raumschiff, die Nautilus. One of those experimental tourist alles klar, in den 80ern wollte man damit wohl experimentellen Tourismus in den Weltraum schießen. Und was machte die Nautilus da? Und warum singt sie? Und warum wäre es eine gute Idee, da anzudocken? Figured you did not have much of a choice. Ja, das ist natürlich ein wirklich guter Grund. Man kann natürlich auch versauern irgendwo im Nichts. Aber andocken ist schon cooler. Coole Mucke. Cool gemacht, auch wenn es bis jetzt nur Text war. Ich bin gerade absolut entspannt. Den Tipp finde ich schön. Mein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Heißt keine Speicherpunkte. Kein Speichern vergessen. Das ist eine feine Nummer. Wow. Hold the left mouse button to walk. Was? Ich soll die left... Hold the right mouse button to step back. E11 EP Instrument Panel. Wie, ich laufe echt mit der linken und rechten Maustaste? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Aber sieht insofern eigentlich schon mal echt nice aus, muss ich ja sagen. Aber das dürft ihr noch... Aber damit können wir nicht interagieren, oder? Oder müssen wir... Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan, wie das hier funktioniert. Aber gut, willkommen auf der Nautilus. Wir haben alle unsere Leute, die mit uns auf die Europamission wollten, verloren. Und sind mit unserer Kapsel hier gestrandet. Wir sind wahrscheinlich immer noch in der Kapsel. Hier sind noch einige Vorratsdosen. Ah, Survival Rations ITS Corporation expires in... Oh, Mindesthaltbarkeitsdatum in 2056. Haben wir noch ein bisschen.
Aber ganz im Ernst, wenn das jetzt 2012 ist, ne? Das sind ja dann 44 Jahre haltbar, die Dinger. Wer will denn 44 Jahre durchs All treiben? Und ist da überhaupt Sauerstoff für 44 Jahre drin? Naja. Scheint irrelevant. Wir gucken uns. Die Steuerung ist ganz komisch. Nur mit den Maustasten. Das habe ich auch noch nirgends erlebt. Ja, da hier können wir rausgucken. Aber nicht besonders gut. Mal gucken, ob ich auch mit der. Nee. WSAD geht gar nicht. Ah, das ist die Radar-App. Okay, ist denke ich mal auch irrelevant, was da alles rumsteht. Ich möchte endlich diese singende Stimme kennenlernen. Wenn es denn hier überhaupt sonst noch eine Stimme... Ah, alles klar. Hier ist der Sauerstoff. Für 44 Jahre. D1, D2. Achso, die ist gerade zugegangen. Das ist eine Dekontamination oder Druckausgleich oder? Emergency Reentry Medical Kit. Ich will so einen Anzug haben! Evacuation Suit, ITS Standard Issue Old Model. Ja, dann sind wir aber immer noch in unserer Kapsel, oder nicht? Ja, okay. Alles klar. Da. Das hier dürfte der Computer sein. Executing User Load SH. Error. Database corrupted. No user found. Creating a new user. Please enter a new login. Okay. Das machen wir noch kurz. sagen dem Computer mal guten Tag. Gucken mal, wie er so drauf ist. Und dann war es das schon fast gewesen, leider, für diese Folge. Das war ein sehr langes Intro. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht gebe ich noch 5 Minuten drauf. Wenn ihr lieb seid und artig Zähne putzt. Auf jeden Fall stellen wir uns mal vor. Guten Tag. Ich bin das Muda. Ah, verdammt. Ist das jetzt... im Übrigen. Alles, was ich kommuniziere mit diesem Computer, tippe ich tatsächlich ein über meine... Tastatur. Wieso habe ich jetzt H eingetippt? Bin ich doof? Mal gucken, ob das die englische Schreibweise ist hier oder ob ich darauf auf... Na, nee, alles klar. Er nimmt auch mein Y. Yeah! Accessing new user database. New user smoother created. And here we are. Nice to meet you, Smoodern. Guten Tag. Ah, Kaizen. Okay, Kaizen heißt der Computer, also die KI auf diesem Schiff. Use your keyboard to talk to Kaizen. Hello? Me lady. Genau. Wir wollen ja höflich sein. Ich denke mal, Kaizen ist eine Frau. Oder? Alright then. Is this the Nautilus? This is the first prototype of the Nautilus spacecraft. Das ist der erste Prototyp der Nautilus. Raumflotte, glaube ich, ne? Ne, das wäre eine Fleet, aber ist egal. Wer bist du? Wir halten es mal ganz. Okay. Who are you? For now, let us just say I'm Kaizen. Also, erstmal nur Kaizen. Are you a. Mal gucken, ob sie auch Abkürzungen kennt. Are you
a computer? What do you think about me now? That you are a computer. It's good to know your name, Smudan. My own name is Fjumergedat. Was? Ich denke, du heißt Kaizen. Ah, alles klar. Okay, das ist also wohl die digitale Schreibweise von Kaizen. Wenn ich sie richtig verstehe. Also ich glaube, ein bisschen unterhalten, das kriege ich hin mit ihr. Wir haben jetzt schon so ein kleines Date mit dem Computer gehabt. Well, are you a lovely AI? Or an evil one? Being an artificial intelligence is preferable to be. Okay, also sie ist lieber eine KI als ein Mensch. Was? Was? Sie. Alter! Sie zieht es vor, eine KI zu sein, als ein Geschöpf, das von Natur aus dumm ist. I'm not stupid. How about you stop this right now? How about you open that door D2 for me? You just have to ask me, but just this one time, I will open it directly. Executing door open. Use your keyboard. Thank you, Kaizen. Machen wir hier noch ein kleines Herzchen rein. Ha, cool. Das ist geil, echt. Ey, wir unterhalten uns echt mit diesem Computer. Das ist mega gut gemacht. Echt klasse, muss ich wirklich sagen. Man hat wirklich das Gefühl, dass sie direkt auf meine Fragen antwortet und wirklich einen Bezug nimmt auf das, was ich sage. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ich glaube... Na ne, wir haben ja noch keine Tasten kennengelernt und jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Verdammt, ich noch eins. Do you dream of distant planets, stars and galaxies? Yeah! Do you crave real adventure? Are you ready for the most transformative experience of your life? The ITS Corporation, leader in space transportation and hospitality sector, offers a unique opportunity to become a true pioneer in universe exploration. This fall, we're launching the Nautilus program, a new kind of space voyage aboard luxurious space yachts and cruisers. Touch the stars without having to sacrifice your comfort. No more compromise, only Nautilus. International Transport Space Lines. Comfort out of your comfort zone. To reserve your seat, visit the ITS Corporation headquarters in Palo Alto, California. For more information, call 650-329-2187. Ja, wow, cool! Guck dir das an! Sterne! Standard ITS Warning Sticker. Fasten Seatbelt during Takeoff and Landing. Stark.
Standard Issue Security Armchair, not installed. Es tut mir leid, ich kann nicht alles übersetzen, was hier geschrieben steht. Ich versuche das Wichtigste zu übersetzen, damit Leute, die noch schlechter sind in Englisch als ich, auch mitkriegen, was hier los ist. Kaizen Poster, ITS Press. Aber sowas dürfte dann wirklich jeder mitkriegen. Kaizen Poster von 1986 aus der ITS Presse. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt hier in diesem Raum. Da wartet wieder Kaizen auf uns. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann erkunden wir mal die Nautilus. Es tut mir ein bisschen leid, dass das Intro so lange war. Und dass ich so viel vorlesen musste. Und ich muss mich auch erstmal an dieses Englisch gewöhnen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ich hoffe, bis jetzt hat es euch genauso cool gefallen wie mir. Macht's was Feines, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.